Ich bin hier versprochen, dass ich bei Ski und bei Schirchwetter in den Garten gehe. Und das Versprechen möchte ich hereinlösen. Ja, ich sehe jetzt eh das Schnapp. Jetzt können wir nicht direkt in den Garten gehen, aber wir können im Garten kochen. Heute ist ein idealer Wurzeltag. Und da habe ich mir gedacht, kochen wir halt mit Wurzel. Ich mache heute einen geschmorten Sellerie in der Glut mit einem Walnuss-Bärlauch-Pesto und dazu eine Senf-Sauerrahmsauce. Und oben drüber tue ich noch ein bisschen eine Sanddorn-Marmelade. Alles natürlich aus unserem Garten. Das ist jetzt alles, was wir dafür brauchen. Walnuss, Knoblauch, Hartkäse, ein Sellerie, Rosmarin, da haben wir Bärlauch, Salz, Sauerrahm, da ist eine Sanddorn-Marmelade, Senf und Sonnenblumenöl. Für den Sellerie brauchen wir ein Backpapier. Da tun wir den Sellerie drauf, dann tun wir ein Stück Butter drüber, dann kommen wir Andruck tatsächlich Knoblauch dazu, Rosmarin haben wir uns auf und zu guter Letzt kommt noch Salz. Das Ganze tun wir uns jetzt dann einwickeln, schön kompakt und dann kommt das Ganze noch in Alufolie. Gut gegangen ist. So, da haben wir jetzt einen schönen Glutstock hergekriegt und dann schauen wir, dass wir den Sellerie schön bedecken und den lassen wir jetzt ca. 1-2 Stunden schön da drin brutzeln. Für das Pesto tun wir jetzt die Walnüsse, die grob gehackten, rein. Dann kommt der Bärlauch dazu. Dann haben wir ein Hartkäse, salzen und dann machen wir da jetzt noch ein Öl rein. Ah, gut gegangen ist. Für die Senf-Sauerrahmsauce brauchen wir einen Senf, dann salzen und das Ganze einfach anrühren. Passt genau. So, schauen wir uns einmal den Sellerie an. Das da weg. Oh, jawohl. Oh, da muss ich jetzt gleich was kosten. Dann können wir schon richten. Als allererstes dann wir mal den Senf-Sauerrahmsauce verstreichen. Auf dem richten wir jetzt den Sellerie an, Bärlauch, Walnusspesto drüber. Ja, das schaut gut aus. Und zu guter Letzt noch die Sanddorn-Marmelade. Also, das muss jetzt keine Sanddorn-Marmelade sein. Ich habe das gewählt, weil es Säure hat und eine Süße. Man kann da auch zum Beispiel noch eine Preiselbeermarmelade hernehmen oder eine andere Marmelade, was einem dazu schmeckt. So, und dann haben wir da Sellerie geschmort in der Glut mit einer Senf-Sauerrahmsauce, dazu ein Walnuss-Bärlauch-Pesto und Sanddorn-Marmelade. Mahlzeit! Wow. Spitze. Ich hab's mir schon gut vorgestellt, aber dass es so gut ist, hätte ich mir nicht gedacht. Jetzt haben wir noch ein paar Schweinsbratwürste laufen, weil man denkt, der Griller läuft sowieso. Ja. Beim nächsten Mal gehen wir dann wieder in den Garten, hoffentlich dann bei schönem Wetter. Da möchte ich dann Knoblauch setzen, schon die ersten Pflanzerl raus da und schauen wir mal, was wir sonst da tun. Wenn es nicht schön ist, dann zeige ich euch ein bisschen was über die Werkzeugpflege. Und nicht vergessen, stay in the garden.